Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer nächsten Ausgabe des Dialogs mit Helga Zettler-Rusch. Heute ist Donnerstag, der 2. September 2021. Und wie Sie alle in den Medien sicher verfolgt haben, ist nun tatsächlich der 20-jährige Afghanistan-Feldzug des Westens der NATO beendet worden, Ende August. Auch Biden hat dazu eine sehr wichtige Erklärung herausgegeben. Vielleicht fangen wir gleich damit an. Helga, wie schätzt du die Rede von Biden ein, auch vor dem Hintergrund der ganzen strategischen Entwicklung und der Diskussion von anderen, die zu diesem Thema ausgesagt haben? Ja, das war der absolute Hammer, dass Biden eben eigentlich nur das fortgeführt hat, was Präsident Trump mit der Taliban ausgehandelt hatte, aber dann die Umstände waren ja hochdramatisch, also von Kandahar abzuziehen, die Alliierten nicht zu informieren, quasi in Nacht und Nebel und dann natürlich der letzte Teil vom Flughafen Kabul, wo natürlich dann noch ein Terroranschlag stattfand. Auf jeden Fall waren die Umstände nicht optimal, aber wichtig ist natürlich, dass jetzt Biden gesagt hat, dass das nicht nur das Ende des Afghanistan-Krieges ist, sondern dass es das Ende einer gesamten Ära von Interventionskriegen ist. Er hat nicht Interventionskriege gesagt, sondern Nation Building. Das ist natürlich ja, irreführend, weil Nation Building hat ja da nicht stattgefunden. Aber im Grunde hat er gesagt, diese ganze Idee, dass man in andere Länder militärisch interveniert, mit der Idee, das Modell des Staates nach westlichem Vorbild neu zu formen, das hat nicht funktioniert und das soll eben beendet werden. Das an sich finde ich eine absolut wichtige Zäsur. Das ist ganz entscheidend, weil wir haben ja wirklich seit Anfang dieser Politik, seitdem Tony Blair diese Interventionskriege 1999 angekündigt hat, die liefen unter dem Wort, unter den Bezeichnungen Right to Protect, humanitäre Interventionen, alle möglichen Namen, aber nicht das, was es wirklich war, nämlich Regime Change Politik, um diese Regierungen nach dem Modell der westlichen liberalen Demokratie zu ändern, was nicht funktionieren konnte. Man kann nicht Länder, die eine ganz andere Kultur und Tradition haben, versuchen, in der Form militärisch zu verändern. Und wenn man sich anguckt, was ist in Afghanistan erreicht worden? Es sind 14 Millionen afghanische Menschen jetzt am Verhungern. Die Hälfte der Bevölkerung. Es wurden insgesamt 2 Billionen Dollar von den USA alleine ausgegeben. Der Council of Foreign Relations redet sogar von 2,3 Billionen. Hätte man dieses Geld zusammen mit den 18 Milliarden, die die Bundeswehr oder Deutschland da ausgegeben hat, in wirkliche Entwicklung gesteckt, dann wäre heute Afghanistan nicht am Verhungern. Dann wäre im Grunde die Lage eine völlig andere. Aber das ist eben das, was der Westen jetzt erstmal realisieren muss, dass militärische Interventionen, die nur Leid über die Völker bringen, Millionen von Toten und Verletzten und Flüchtlinge erzeugen, dieses Modell ist krachend gescheitert. Das ist an sich eine sehr gute Sache, aber natürlich jetzt ist die Frage, was jetzt als nächstes kommt. Nun gibt es ja nach wie vor Stimmen, sowohl in den USA als auch hier in Europa, vor allen Dingen auch in Großbritannien, die fordern, dass weitere militärische Interventionen vorangetrieben werden sollen. Andere reden selbstverständlich von einer Rekonstruktion des Landes. Es gibt verschiedene Stimmen. Wie sind die ersten Schritte aus deiner Sicht anzugehen? Was ist notwendig, dass es in Afghanistan jetzt wirklich rasch vorankommt? Na, es gibt die ewig gestrigen Betonköpfe, die, also jetzt gibt es 90 ehemalige Top-Militärs in den USA, die sagen, das war ein totaler Fehler. Die Präsenz der US-Truppen, die sollte immer da sein. Das ist natürlich
gelaufen und es ist auch vollkommen also falsch und wird nicht funktionieren. Dann gibt es natürlich diejenigen, die sagen, die Taliban muss destabilisiert werden durch Finanzkrieg. Die Federal Reserve hat die 9 Milliarden Dollar an Guthaben, die Afghanistan in der Federal Reserve hat, eingefroren. Das ist auch ganz schlecht. Der IWF hat 400 Millionen an Sonderziehungsrechten auch eingefroren, während der russische Botschafter in Afghanistan, Kabulov, der fordert, dass diese Gelder sofort also zur Verfügung gestellt werden und dass stattdessen eine internationale Konferenz stattfinden soll, die genau bestimmt, welche Projekte Afghanistan jetzt braucht, um sich wirklich wirtschaftlich zu erholen. Nun, dazu kann ich sagen, dazu hat das Schiller-Institut schon hervorragende Vorarbeit geleistet. Also ich kann Sie, unsere Zuschauer, nur bitten und auffordern, sich die Konferenz anzugucken, die wir am 31. Juli veranstaltet haben. Da haben wir nämlich genau diskutiert, welche Korridore gebaut werden müssen, zum Beispiel die Verlängerung des China-Pakistan-Wirtschaftskorridors, des sogenannten CPEC, über Kabul nach Zentralasien, andere Projekte, die eben helfen sollen, die Opiumproduktion zu eliminieren und durch wirkliche landwirtschaftliche Produktion zu ersetzen. Also wir haben ein umfassendes Entwicklungsprogramm für Afghanistan vorgelegt, was absolut aktuell ist und was mit Sicherheit die Richtung zeigt, in die man da gehen muss. Also ich kann nur sagen, der Westen muss jetzt wirklich reflektieren, was war falsch, und die Idee, dass man die Taliban destabilisiert, ist auch vollkommen verrückt und idiotisch, weil wenn man das tut, dann öffnet man nur Tür und Tor für die Terrorgruppen, die auch in Afghanistan sind, die die ganze Zeit da waren, trotz US-Militär oder NATO-Militär, ISIS, Al-Qaida, verschiedene andere. Und da ist im Grunde, dagegen steht jetzt die Aussage der Taliban, dass sie wirkliche Entwicklung wollen, dass sie China eingeladen haben, sich an dieser wirtschaftlichen Entwicklung von Afghanistan zu beteiligen. Und ich kann nur sagen, wenn der Westen jetzt so verrückt wäre, das boykottieren zu wollen, naja, dann sind sie eben draußen. Also es ist sowieso, ich habe in der letzten Zeit mit einigen Repräsentanten aus der Region gesprochen, also aus Zentralasien, Pakistan, Indien. Und die Meinung in dieser Region ist sowieso, die Europäer und die USA sind draußen. Das ist jetzt eine regionale Sache. Es hat, die Globalisierung hat versagt und an die Stelle ist jetzt eine Politik der Regionalisierung getreten, weil alle Nachbarn von Afghanistan, Russland, China, Indien, Pakistan, Iran, die zentralasiatischen Republiken, haben alle ein Interesse daran, dass die Entwicklung, die sowieso in der Region im Gang ist mit der Seidenstraße, mit der sogenannten Belt and Road Initiative von China, da war eigentlich die ganze Zeit nur Afghanistan das fehlende Stück, weil natürlich, solange die NATO da war, war nicht dran zu denken, dass Afghanistan in diese anderen Projekte mit integriert werden. Aber dass das jetzt im Grunde genau das ist, was notwendig ist, was gut ist für Afghanistan und was gut ist für die Nachbarn. Also wenn der Westen jetzt so dumm wäre, zu sagen, wir gehen auf Konfrontation, dann sind sie eben draußen. Und das wäre also schlecht für alle Beteiligten. Dass der Westen sozusagen draußen wäre, wenn er sich dort nicht weiter engagiert, ist klar. Wenn er sich aber dort engagiert, würde das bedeuten, dass er mit China und mit Russland zusammenarbeiten müsste. Und da ist ja nach wie vor offensichtlich deutlicher Widerstand auch vom US-Außenminister Blinken zu spüren und von anderen. Der
jetzige CIA-Direktor William Burns hat ein neues Buch über die Hintergründe aus seiner Sicht in diesem Zusammenhang geschrieben. Vielleicht kannst du da noch einiges dazu sagen. Naja, erstmal zu Blinken, das ist kompliziert, weil Blinken hat auf der einen Seite bei seiner jüngsten Reise nach Indien durchaus signalisiert, dass die USA sich eine Rolle von China in Afghanistan sehr gut vorstellen können und dass das eine positive Rolle sein könnte. Also da ist eine kleine Tür geöffnet. Umgekehrt ist natürlich das riesengroße Problem, und das ist eigentlich das, was also Anlass zur Sorge gibt, dass es zwar gut ist, dass diese endlosen Kriege beendet werden, aber wenn das Ganze nur dem quasi genügen soll, dass man jetzt alle Anstrengungen auf die Konfrontation mit Russland und China und da vor allen Dingen China verlegt, also auch quasi den Fokus auf den Pazifik verlegt und die Einkreisung von China, dann wäre im Grunde mittelfristig oder vielleicht auch sogar kurzfristig gar nichts gewonnen, weil das würde, wenn der Westen diese oder spezifisch jetzt die USA, wenn die nicht aufgeben, die Idee, den Aufstieg Chinas eindämmen zu wollen, dann ist die Konsequenz im schlimmsten Fall der Dritte Weltkrieg und die Auslöschung der menschlichen Gattung, weil wenn erstmal Atomwaffen eingesetzt werden, dann ist die Gefahr, dass alle eingesetzt werden und das war's dann. Da wird nicht mal mehr ein Geschichtsschreiber übrig sein, der das dann kommentieren kann, warum das passiert ist. Und die Gefahr ist sehr groß. Taiwan ist eine extrem gefährliche Situation. Es gab auch in den letzten Monaten viele Sprecher, die also gewarnt haben, wie gefährlich auch die Diskussion im Pentagon in Bezug auf die künftige Konfrontation mit China sei. Also das kann ich nur also wirklich ganz stark anmerken, dass das wirklich die schlechteste Fortsetzung dieser Sache wäre. Der William Burns, den du gerade erwähnt hast, hat in diesem Buch The Back Channel, also quasi so die Gespräche im Hinterzimmer, würde man vielleicht auf Deutsch übersetzen, gesagt, dass jetzt die Rolle der Diplomatie kommen muss und die Rolle des Militärs aufhören muss. Und er hat auch bemerkenswerterweise in diesem Buch gesagt, dass der Fehler der US-Politik darin lag, dass sie versucht haben, die britische Kolonialpolitik des 19. Jahrhunderts zu imitieren. Und dass eben jetzt die Rolle der Diplomatie gekommen sei. Also soweit ich das Buch bisher angeguckt habe, geht er nicht so weit zu sagen, dass die geopolitische Konfrontation mit China aufhören muss. Aber das wäre der nächste Schritt. Und ich denke, dass also die Probleme, die der Westen hinterlassen hat in Afghanistan, aber in der gesamten Region von Südwestasien so riesig sind, Afrika noch dazu genommen, dass alle Kräfte, USA, alle Nachbarn von Afghanistan, China, Russland, gemeinsam wirklich daran gehen müssten, die zu überwinden. Und wer denkt, dass das eine utopische Vorstellung ist, naja, der sagt eben auch, die Menschheit ist nicht besser als irgendein hungriges Tier, was seine räuberischen Absichten da durchsetzen muss. Aber ich denke, die menschliche Gattung ist vernunftbegabt. Und ich bin absolut der Meinung, dass die Geopolitik so eine Kinderkrankheit ist, die man irgendwann überwinden kann und durch ein vernünftiges Verhältnis ersetzen kann. Und das ist genau das, was jetzt notwendig ist. Ich denke, die Notwendigkeit, die Militärpolitik durch Diplomatie zu ersetzen, ist richtig. Aber das sagt jetzt natürlich noch nichts, was diese Diplomatie beinhalten soll. Und da kann ich nur emphatisch sagen, dass unser Programm, die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke, das ist im Grunde das Konzept Frieden durch Entwicklung, was jetzt auf die Tagesordnung muss. Im Zentrum der, sag mal, der neuen Diplomatie muss ja dann die Beziehung zwischen den USA und China stehen.
Und die steht, das kann man wahrscheinlich jetzt schon sagen, vor einem wirklichen Wendepunkt. Auch natürlich in Bezug auf die Klimapolitik des Westens mit Hinblick auf die COP26 Meetings im November. Vielleicht kannst du auf diese unterschiedlichen Herangehensweisen, unterschiedlichen Denkweisen, unterschiedlichen Systeme noch genauer eingehen. Ja, John Kerry, der sogenannte Klimazar oder wie auch immer man das nennen soll, der Biden-Administration, war gerade oder ist vielleicht sogar noch in China und wollte natürlich da China auf den Kurs bringen, bei dieser Konferenz in Glasgow im November teilzunehmen und sich dem Programm vollkommen da anzuschließen. Die Chinesen haben natürlich gesagt, sie wollen, das ist der Schwachpunkt, die wollen den CO2-Ausstieg betreiben. Aber das ist ja genau die Kontroverse in der Wissenschaft, ob der CO2-Ausstoß überhaupt was mit dem Klimawandel zu tun hat. Das wird ja energisch bestritten von ganz vielen Wissenschaftlern, die sich den Thesen des IPCC eben nicht anschließen. Wir hatten dazu eine ganz wichtige Konferenz mit Organisationen, die letztlich Tausende von Wissenschaftlern repräsentieren. Aber jedenfalls hat Wang Yi, der chinesische Außenminister, gesagt, dass die Klimapolitik keine Oase in der Wüste sein kann, womit er meint, dass wenn das der einzige Berührungspunkt ist, also wo die USA die Kooperation mit China suchen, dann ist das die Oase, aber der Rest der Wüste muss eben begrünt werden. Das heißt, es muss auch Zusammenarbeit geben in allen anderen Bereichen, damit das funktioniert. Also das ist die chinesische Position. Und ich kann nur sagen, also der Glasgow-Gipfel ist schon im Grunde, also das ist schon gescheitert, weil weder Russland noch China noch Indien noch die Entwicklungsländer werden da mitziehen. Die sind natürlich enorm unter Druck, weil die Zentralbanken quasi da fast finanzielle Erpressung machen, dass die sich diesen verschiedenen Szenarios unterwerfen. Aber Indien hat schon gesagt, sie werden gemäß ihrer Entwicklung pro Kopf diese Maßnahmen durchführen. Und da wäre Indien eben noch weit, weit hinterher. Und die Industrienationen, die den Klimawandel verursacht hätten, die sollen das gefälligst machen. Also die Länder haben alle ihre eigene Weise, wie sie das ausdrücken. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass dieser enorme Propagandarummel da funktionieren wird. Und leider ist Deutschland eine sehr unrühmliche Ausnahme. Also wirklich, also Deutschland wird letztlich das einzige Land sein, was da voll mitmacht, wenn sich nicht daran noch was ändert, woran wir natürlich arbeiten. Zum Beispiel hat jetzt Holger Lösch, das ist der Chef vom BDI, de facto die Grünen für die Wahl, die Bundestagswahl unterstützt, indem er sagt, die wären nicht nur für die Transformation, sondern sie wären auch dafür, die Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, damit das funktioniert. Also das ist wirklich das Programm für die Deindustrialisierung von Deutschland, was leider vom BDI unterstützt wird. Also das ist wirklich eine riesen Idiotie und man kann also nur sagen, diese Leute haben von Wirtschaft überhaupt keine Ahnung. Aber wenn der BDI die Deindustrialisierung von Deutschland betreibt, dann sieht es nicht gut aus für dieses Land. Das betrifft natürlich vor allen Dingen auch die Jugend. Und auch da geht China ja ganz andere Wege als hier im Westen üblich. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen und insgesamt vielleicht eine tiefere Analyse der Frage, nicht nur was in Afghanistan jetzt falsch gelaufen ist, sondern was von vornherein der falsche Ansatz, der falsche Denkansatz seit dem 11. September war. Naja, also China macht sehr vieles richtig. Also zum Beispiel, jetzt hat Xi Jinping, das wird natürlich im Westen wieder auf absolute
hysterische Reaktionen treffen. Xi Jinping hat angeregt, dass Kinder und Jugendliche nur 3 Stunden in der Woche an Internet-Videospielen sich beteiligen können. Mit dem Argument, das sei eine geistige Abhängigkeit, also genauso wie bei Opium, also Opium, Drogensucht. Und deshalb wird das eben jetzt versucht abzustellen. Der Bezug zu den Opiumkriegen ist sehr interessant. Und die Argumentation ist praktisch, dass eine Abhängigkeit ist und dass China ein Interesse daran hat, ein Land zu sein von Ingenieuren, Wissenschaftlern, Lehrern, Forschern und eben nicht von Abhängigen, die also ihre Zeit verschwenden mit Videospielen. Also das finde ich wirklich sehr, sehr interessant, weil es stimmt, weil es ist dieser Systemvergleich, wo die Leute sagen, ah, China ist jetzt dabei, den Westen zu übernehmen. Naja, die machen eben einiges richtig in Bezug auf die Betonung von ästhetischer Erziehung. Die geben 10% ihres Bruttoinlandproduktes für die kulturelle Entwicklung der Bevölkerung aus, wobei die ästhetische Erziehung, das Trainieren von oder das Lernen von klassischer Kunst, von allen möglichen artistischen Fähigkeiten eine ganz große Rolle spielt. Und damit wird natürlich die Kreativität der Bevölkerung, der nächsten Generation absolut befördert und unterstützt. Und wenn man das vergleicht mit dem, was im Westen läuft, wo alles erlaubt ist und die zum Beispiel in den USA die Drogenlegalisierung Formen angenommen hat, der Westen braucht gar nicht mehr auf China zu warten, weil wir uns, also in dem Fall die USA, sich selber ruinieren. Und ich glaube, dass das einfach mit einem Unterschied zu tun hat, dass der Westen auf die ungezügelte, uneingeschränkte Individualität setzt, aber China eben auf das Interesse des Gemeinwohls und das Interesse des Kollektivs. Naja, und das Ergebnis ist eben, dass China Brücken in 2 Tagen baut. Bei uns dauert es 10 Jahre. Der Flughafen in Berlin, ich weiß nicht, 11 oder 15 oder 100 Jahre gefühlt. China baut sowas in 1, 2 Jahren. Also das ist einfach eine vollkommen andere Idee. Und in China geht es der Masse der Bevölkerung immer besser. Bei uns fallen immer mehr Leute hinten runter, gerade jetzt eben auch mit der Hyperinflation, die sichtbar wird, wo ganz offen in den Medien geschrieben wird, ja, die Rentner und die Armen, die werden jetzt also da ganz schön zu knabbern haben. Also da ist einfach eine ganz andere Orientierung. Es gibt also ein sehr interessantes Buch über China von einem Uwe Behrens, der gerade da eben den Punkt macht, dass also der Westen mit seiner, oder in dem Fall die USA mit ihrer Betonung der Individualität 0,7% der Bevölkerung im Gefängnis hat, während im Fall von China ist es, glaube ich, nur 0,1%. Also ein riesengroßer Unterschied, was der Zusammenhalt in der Gesellschaft, was den Zusammenhalt betrifft. Und ich denke, dass wir wirklich ein Umdenken brauchen. Es ist nicht nur Afghanistan absolut gescheitert, ein Krieg, der im Übrigen auf einer völlig falschen Prämisse aufgebaut war. In einer Woche, am kommenden Samstag, unsere Kollegen in Amerika werden eine Konferenz haben zum 11. September, der sich ja auch zum 20. Mal jetzt jährt. Es war eben nicht Bin Laden, der aus irgendeiner Höhle in Afghanistan das World Trade Center angegriffen hat, sondern mein verstorbener Ehemann Lyndon LaRouche hat ja, während dieser Angriff auf das World Trade Center lief, ein Live-Interview gegeben gegenüber einem Radio in Utah, der Jack Stockwell Show, wo er gesagt hat, das ist absolut nicht denkbar, dass so ein Angriff erfolgt ohne die Korruption von kriminellen Elementen des amerikanischen Sicherheitsapparates, weil das einfach durch die Luftabwehr gar nicht möglich wäre, dass so ein Angriff aus Afghanistan von der Höhle aus dirigiert wird. Das wird ein Thema sein, die Aufarbeitung vom 20., vom 9.,
vom 11. September ist absolut dringend notwendig. Und naja, und was eben die Konsequenz davon war, das wissen wir. Patriots Act, totale Überwachung nicht nur der amerikanischen Bevölkerung, sondern der NSA hat daraufhin seine Überwachung der Weltbevölkerung ausgedehnt. Und all das sind Sachen, die müssen korrigiert werden, wenn wir wieder zu einer wirklichen Rechtsordnung zurückkehren, die nicht auf willkürlichen Regeln basiert, sondern auf der Verfassung bzw. dem Grundgesetz oder sogar dem internationalen Recht. Also da muss eine grundlegende Veränderung und wirkliche Neubestimmung des Paradigmas stattfinden, wie wir die Welt gestalten wollen. Und das ist das, wo wir unsere Aufgabe sehen. Und ganz aktuell legst du ja einen Großteil deiner Arbeit in den Wahlkampf, den Bundestagswahlkampf für die Büsow am 26. September. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern da noch einen kurzen Einblick in die Aktivitäten, die du und die Büsow im Wahlkampf entfalten, geben. Naja, wir haben also jetzt eine Kampagne, dass im Grunde Deutschland eine zentrale Rolle spielen muss in der Neubestimmung dieses Paradigmas. Also wir haben hier einen Slogan, der heißt Brücken statt Bomben, Infrastruktur für Deutschland und die Welt, gemeinsam mit Russland und China. Und das ist in gewisser Weise in Kurzform einer der Schlüsselgedanken unserer Kampagne. Dann habe ich jetzt hier einen Wahlaufruf geschrieben. Deutschland muss souverän werden und seine Seele wiederfinden. Und ich würde Sie einfach bitten, wenn Sie Interesse haben an dem, was heute hier oder auch in früheren Programmen gesagt wurde, dass Sie uns einfach kontaktieren und herausfinden, wie Sie in diesem Wahlkampf noch mithelfen können, weil die Medien, die Mainstream-Medien oder was der Ray McGovern Mickey Matt nennt, also militärisch-industrieller Congressional Academic und Think Tank Komplex, die sind natürlich auf der Seite des alten Paradigmas, die diese Interventionskriege und die Konfrontation mit Russland und China propagieren. Und die haben also seit langer Zeit was gegen die Büsow und werden unsere Idee nicht verbreiten, obwohl die eigentlich ja die Weltgeschichte seit langem beeinflusst haben, nicht zuletzt die neue Seidenstraße, die ja auch von mir mitentwickelt worden ist, das Konzept schon 91 bzw. 89. Trotzdem wird das von den Medien absolut totgeschwiegen. Deshalb, wenn Sie das interessant finden, was wir hier diskutieren, kriegen Sie von diesen Wahlbroschüren und helfen Sie, die mit zu verteilen. Dann haben wir natürlich viele Veranstaltungen, die jetzt in der nächsten Zeit noch weiter stattfinden. Also setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Es geht um die Seele Deutschlands und es geht vor allen Dingen um die Souveränität, die wir bekanntermaßen weder 45 bekommen haben, noch 89, noch 1990. Das ist ein weites Feld, aber die Souveränität Deutschlands bleibt etwas, was dringend errungen werden muss. Und ich bin der Meinung, dass Deutschland seine Seele nur wiederfinden kann, wenn wir unsere Wurzeln in unserer großartigen klassischen Kultur neu beleben und entdecken. Das heißt, dass Deutschland von Nikolaus von Kues, von Kepler, von Leibniz, Lessing, Schiller, Humboldt, Bach, Beethoven, Einstein und viele andere mehr. Und das muss im Grunde unsere Identität werden, an der wir anknüpfen müssen und die wir für die Zukunft weiterentwickeln müssen. Also ich freue mich auf Ihre Antwort. Ja, damit sind wir ans Ende dieser Sendung gekommen. Ich kann mich nur dem Aufruf Helgas anschließen. Schauen Sie auf unsere Internetseiten, kontaktieren Sie unsere Büros. Es gibt viel zu tun im Wahlkampf und es ist eben nicht nur ein Wahlkampf auf deutscher Ebene, sondern da steckt tatsächlich eine historische Wende dahinter. Vielen Dank, Helga, für deine Zeit diese Woche und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
Hallo, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Glockenzeichen zu aktivieren.